Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um das Thema Hühnerfütterung im Winter. Viele von euch fragen sich, dürfen Hühner Kohl fressen bzw. Kohlgewächse? Also ja, das dürfen die Hühner, allerdings sollte man ein paar Dinge dabei beachten. Als allererstes möchte ich mal kurz erklären, was denn eigentlich alles so unter Kohl fällt, denn ich habe hier jetzt zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Chinakohl, ein normales Weißkraut, wie wir in Österreich zum Weißkohl sagen. Und das alles gehört zur selben Gattung, Brassica, also nicht nur zur gleichen Pflanzenfamilie. Das Tolle an diesen Kohlgewächsen ist, gerade jetzt beim Brokkoli, kennt man sie auch aus der menschlichen Ernährung, ist die hohe Bioverfügbarkeit vom Kalzium. Es gibt ja viele kalziumreiche Gemüsearten, aber es hängt ja dann immer auch in der Praxis davon ab, wie viel kann der Körper vom Kalzium auch verwerten. Und bei einem Zeus bringt mich echt manchmal zum Lachen. Du Zeus, wenn dann dein Gehechel da so drauf ist, dann haben wir ein Problem. Er muss einfach immer mit dabei sein. Die Bioverfügbarkeit von Kalzium ist bei verschiedenen Kohlgewächsen extrem hoch. Und da sollten bei Hühnerhaltern natürlich gleich die Alarmglocken läuten, denn was hat schon einen höheren Kalziumbedarf als eine eierlegende Henne? Jedes Mal steckt sie in die Eischale wieder viel Kalzium rein und da ist es dann doch toll, wenn sie über das Frischfutter auch wieder Kalzium aufnehmen kann. Damit die Hühner Kohlgewächse vertragen, ist es wichtig, sie am Anfang langsam daran zu gewöhnen und es ist immer besser, öfter kleinere Mengen zu füttern, als die mal so einen richtigen Kohlkopf komplett verputzen zu lassen. Und was halt auch immer gut ist, ist, wenn man den Kohl mit anderen Futterarten mischt. Also jetzt haben viele im Februar ja noch Grünkohl oder Balmkohl im eigenen Garten, weil den kann man ja so anbauen, dass der den ganzen Winter über als frostbeständiges Wintergemüse im Garten stehen bleibt und dann Blatt für Blatt ernten. Und da einfach ein paar Blätter nehmen, klein hacken, mit Möhren, mit Hirseflocken oder ganzer Hirse, mit anderen Körner, mit etwas Pflanzenöl. Einfach alles durcheinander mischen und so ein buntes Kohlgemüse machen. Dann ist es für die Hühner keine einseitige Ernährung. Sie haben trotzdem die guten Inhaltsstoffe vom Kohl und es ist einfach eine super tolle Abwechslung jetzt für die Wintermonate. Der Chinakohl wird ja oft eben als Salat bezeichnet, als wäre es eben gar kein echter Kohl. Ist auch ein echter Brassica-Vertreter, also ist tatsächlich ein Kohl. Auch sehr viel Kalzium, ist jetzt trotzdem von der ganzen Gattung nicht der gehaltvollste Vertreter, aber beim Chinakohl ist es ja oft so, dass der Mensch lieber so diesen oberen Teil mag, wo die Blätter weicher sind und dann bleibt der Strunk mit den gröberen Resten übrig und den kann man dann zum Beispiel einfach großzügig ausschneiden und den Hühnern auch als Beschäftigungstherapie. Den Chinakohl lieben unsere Tiere hier wirklich, also zum Beispiel die weißen Ohrfasane. Ja, wenn ich da mit so einem Chinakohl ins Gehege schon komme, die hacken da ganze Teile davon raus mit ihrem großen Hakenschnabel. Aber auch die Zwerghühner mögen das, zum Beispiel die bayerischen Landzwerge, die lieben das innig und heiß. Also da würde gar nicht viel übrig bleiben, wenn ich denen den ganzen reingeben würde, darum mache ich es natürlich nicht. Und ja, das solltet ihr einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, übertreibt es mit der Menge nicht. Und was halt im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ein Huhn Kohlgewächse überhaupt nicht verträgt, wenn es zum Beispiel dann im Verdauungstrakt zu Problemen kommt, Blähungen. Es kann halt passieren, dass das auch Legenot begünstigt, dass das dann im Zweifelsfall auch mal auf die Eileiter, auf den Legedarm drückt. So einen Fall hatte ich mal, das hat Monate gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass die Henne nicht generell zu Legenot neigt, sondern immer Legenot bekommt, wenn sie zu viel Grünkohl gefressen hat. War aber eine absolute Ausnahme. Trotzdem will ich dazu sagen, beobachtet die Tiere, wenn sie Kohl fressen, gerade wenn sie es noch nicht gewohnt sind, ob sie es auch wirklich vertragen. An sich aber ein tolles Grünfutter. Und gerade der Grünkohl hat in einigen Teilen Deutschlands ja richtig Tradition, wird seit Jahrhunderten angebaut, eben als Wintergemüse und ja, für die Geflügelhaltung eine tolle Sache, denn wenn man einheimisches Gemüse natürlich verfüttern kann, ist das auch immer besser als sowas Exotisches wie den Chinakohl. Ja, jetzt zum Schlusswort ist der Zeus wieder dabei, hat sich ein bisschen eingekriegt. Wenn ihr im Hintergrund so Quietschgeräusche hört, das sind Welpen. Zeus ist nämlich jetzt, ja man kann eigentlich nicht sagen Onkel, Halbbruder ist er geworden. Raven und Jarvis, Jarvis ist Zeus' Vater, haben
kleine Australian Shepherd Welpen bekommen. Vor 2 Tagen fast wären es Valentin Welpen geworden, aber es hat dann doch ein paar Stunden zu lang gedauert für Valentin. Und das sind eben diese Knatsch, Knutsch, Quietsch Geräusche da im Hintergrund. Denn selbstverständlich wachsen die Happy Hunde Welpen nicht im Zwinger draußen in der Kälte auf, sondern die sind Familienmitglieder und leben hier im Wohnbereich mit uns.